Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um das Thema Reisen mit Kindern. Es ist tatsächlich so, ich bin jetzt seit ungefähr einem Jahr mit den Kindern alleine und Reisen ist für mich wirklich so ein Thema, wo ich echt Respekt davor habe und was wir jetzt auch alleine noch nicht getan haben. Das hat so verschiedene Gründe. Zum einen hat man natürlich auch eine gewisse Angst davor. Du bist irgendwo Fremdes, du bist dann alleine mit den Kindern. Was kann alles passieren? Schon die Autofahrt oder der Flug dahin stelle ich mir einfach schwierig vor. Und ist aber etwas, ja, also wenn ich es nicht tue, werde ich diese Angst auch nie überwinden können. Und wahrscheinlich ist das meiste, wovor ich mich fürchte, sowieso völlig unberechtigt. Und deswegen möchte ich das Thema auch angehen. Wir werden in diesem Jahr zweimal. Zweimal ist bisher geplant, dass wir verreisen werden. Und im nächsten Jahr soll es dann auch eine Auslandsreise werden. Und ich habe mir schon mal so ein bisschen was, ich bin auf Instagram, glaube ich, darauf gestoßen, auf Kinderreiseführer und den World for Kids Verlag. Aus diesem Verlag möchte ich euch gleich zwei Kinderreiseführer vorstellen. Zuerst möchte ich aber noch ein bisschen was zu dem Verlag an sich vorlesen. Reisen mit Kindern ist eine tolle Erfahrung. Kinder haben eine andere Flughöhe. Sie sehen vieles, über das wir als Erwachsene hinweggeschaut hätten. Und das macht Reisen mit Kindern so wertvoll. Wir Erwachsene zeigen ihnen die Welt, aber die Kinder zeigen uns einen neuen Blick auf die Dinge. Reisen mit Kindern ist aber auch anders. Manchmal spannend und aufregend, manchmal langsam und gemächlich, manchmal intensiv und nervenzerfetzend. Auf jeden Fall ist es für junge Eltern eines neu. World for Kids ist ein Verlag für die ganze Familie. Zusammen mit unserem großen Blogger-Netzwerk verbinden wir Ratgeber und Kinderbuch zu einem einzigartigen Programm. Das finde ich halt so schön, dass es wirklich von Leuten gemacht ist, die Ahnung davon haben. Also da wirken auch viele Reiseblogger, die mit ihren Kindern reisen mit. Und die haben ja wirklich Ahnung davon. Es gibt zum Beispiel auch ein Buch, was mich tatsächlich sehr reizt. Das ist dieses hier. Reisen mit Kindern. 11 Blogger verraten ihre besten Tipps. Und in diesem Buch habt ihr zum Beispiel sowas, das erste Mal fliegen mit Kleinkind, coole Gadgets für unterwegs, nachhaltig reisen, allein mit Kind unterwegs, wandern mit Kleinkindern, Kulturreisen mit Kindern. Und das finde ich richtig, richtig cool. Ich verlinke euch das auf jeden Fall mal zusätzlich zu den Kinderreiseführern, die ich euch jetzt zeige, unten in der Infobox. Und diese beiden habe ich jetzt. Und zwar Mallorca for Kids, das ist tatsächlich das, was ich für 2020 im Blick habe. Und Italien for Kids, weil ich selber noch nie in Italien war. Ich war mittlerweile, glaube ich, schon achtmal war ich schon in Frankreich. Genau. Möchte ich tatsächlich mit den Kindern auch machen, weil die wollen ins Disneyland. Aber da müssen wir noch ein bisschen warten. Also wie gesagt, Mallorca soll es 2020 werden und Italien, weil ich da selber einfach noch nicht war. Und wir starten mal mit dem Mallorca for Kids. Das Ganze ist unglaublich schön illustriert. Und es ist so aufgebaut, im ersten Kapitel geht es um das Leben auf Mallorca. Also sowas wie um die Sprache, ne? Wie begrüße ich mich dort. Es werden auch verschiedene Begriffe erklärt, die bei uns jetzt nicht so gängig sind. Man hat immer mal wieder so Platz zum Malen für die Kinder, was ich auch ganz süß finde. Also es ist wirklich auch so ein Mitmachbuch und auch ein Erinnerungsbuch für später. Dann gibt es noch ein Kapitel über Tiere. Es gibt ein Kapitel mit den besten Strandspielen. Es gibt auch ein Kapitel Geschichtliches. Also man kann das Buch nutzen zur Vorbereitung auf die Reise, während der Reise und dann auch als Erinnerung zu dieser Reise. Dann gibt es noch ein Kapitel Essen und Trinken, Bäume und Pflanzen. Es gibt eine Geschichte auch zum Vorlesen da drin. Und das letzte Kapitel nennt sich Höhlenforscher und Piraten. Ist wirklich sehr, 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 sehr schön illustriert. Ich mag das total gerne. Es gibt übrigens auch noch die Länder Ostsee, Thailand, Schweden, Marokko und Südafrika. Und natürlich Italien. Das ist auch super, super süß gemacht. Und hier ist die Kapitelaufteilung so, es startet auch wieder mit dem ersten Kapitel mit Leben, also mit der Begrüßung, dann mit dem Thema, ne, in Italien bleibt man ja ein bisschen länger auf.
Das zweite Kapitel sind alte Häuser und Straßen. Das finde ich für Erwachsene auch wirklich super, super schön und interessant. Das dritte Kapitel sind wieder Tiere. Und da gibt es auch ein ganz, ganz tolles Spiel mit drin, wo man auch so ein bisschen was basteln kann. Und zwar heißt das Spiel Tiere raten. Und man bastelt sich, man hat ja auch so eine Bastelvorlage dabei, bastelt sich dann auch noch so eine Tasche für die Tierkarten, die man da ausschneiden kann. Dann gibt es ein ganzes Kapitel über Pasta. Ein Kapitel, das ist eine Geschichte über einen Heiligen, und zwar der heilige Franz von Assisi. Dann gibt es wieder ein Kapitel am Strand, ein Kapitel nützliche Bäume und Pflanzen. Weil ich habe halt, ne, Vince ist halt auch so ein Kind, der saugt alles an Wissen auf, der ist auch mega interessiert. Und dann wird er auch vor Ort unglaublich viele Fragen stellen und dann muss ich vorbereitet sein. Und das letzte Kapitel ist, weil es ja um Italien geht, Eis. Und die sind einfach so, 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 so süß gemacht. Und ich kann mir das tatsächlich richtig gut vorstellen. Wie gesagt, zur Vorbereitung schon, um die Kinder darauf einzustimmen, um mich vorzubereiten. Auch als Ergänzung zu den anderen Erwachsenenreiseführern, die es so gibt, weil es einfach so schön kindgerecht gemacht ist. Dann halt einfach vor Ort, weil man da nochmal nachgucken kann, nochmal lesen kann. Schon ein paar Dinge halt einfach da eintragen kann, malen kann. Und einfach auch ein wunderschönes Erinnerungsbuch. Und deswegen möchte ich euch die sehr ans Herz legen. Verlinke euch alles unten in der Infobox und schreibt doch jetzt mal gerne in die Kommentare, wo ihr dieses Jahr hin verreisen wollt, ob jetzt Inland oder Ausland. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!